Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Meine erfundene Frau, in dem Schönheitschirurg Adam Sandler eine raffinierte Masche entdeckt, die tollsten Mädels aufzureißen, bis ihm das bei der, die er wirklich mag, zum Verhängnis wird. Meine Kinder? Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Hättet ihr Lust, so zu tun, als ob ihr meine Kinder seid? Fahr mit mir nach Hawaii, damit ich mit den Delfinen schwimmen kann. Kannst du vergessen. Dann such dir einen anderen. Für die würde ich mir auch eine erfundene Familie erfinden. Spielen wir jetzt, dass ihr mich umarmt und lacht schön laut. Lachen. Ich bin gleich bei dir, okay? Meine erfundene Frau vereint zwei der höchstbezahlten Filmstars, Adam Sandler und Jennifer Aniston. Er hat bisher weltweit über unglaubliche 3 Milliarden Dollar eingespielt und kann dadurch in Hollywood prinzipiell machen, was er will. Ihre Filme waren zuletzt so lahm, dass die kaum noch jemand sehen wollte. Insofern konnte ihr gar nichts Besseres passieren, als einen Sandler-Film zu drehen, den sie dringend braucht, um ihren Status zu rechtfertigen. Und die beiden haben eine gute Chemie miteinander. Der Film macht sich anfangs sehr über das schönheits- und jugendsüchtige Los Angeles lustig, umso mutiger, als Nicole Kidman hier dabei ist. Übrigens klasse, die mal komödiantisch zu erleben, macht sie genauso gut wie alles andere. Und Megababe und Model Brooklyn Decker beeindruckt ebenfalls, besonders wenn sie gerade aus dem Meer kommt. Wo sind 3D-Effekte, wenn wir sie wirklich wollen? Der Streifen basiert auf dem Original, die Kaktusblüte, die sowohl bereits von Billy Wilder mit Ingrid Bergman und Goldie Hawn verfilmt wurde, als auch ein Dauerbrenner im Boulevardtheater ist. Diese Version hier bietet zwar reichlich Albernheiten, gleicht es aber aus, da sie insgesamt witzig ist, insbesondere wenn du Adam Sandlers Humor magst. Hier ist das Kleingedruckte. Ich sehe Filme nur im Original. Insbesondere bei modernen Hollywood-Komödien haben wir im Deutschen oft einen leicht anderen Film als das Original, weil viele Dinge halt manchmal nicht direkt übertragbar sind. Hier haben wir gleich zwei wesentliche Charaktere, die so wie sie im Original sind, im Deutschen keinen Sinn ergeben. Zum einen Anistons vorlaute Tochter, die stellenweise mit einem britischen Akzent spricht, was sehr zum Witz ihres Charakters beiträgt. Und zum anderen Sandlers Cousin, der stellenweise mit einem dicken deutschen Akzent spricht, als ein gewisser Dolph Lundgren. Klar, der ist eigentlich Schwede, aber im Amerikanischen klingt ein deutscher Akzent nun mal wesentlich lächerlicher als ein schwedischer, also wird er uns hier als Deutscher verkauft, gibt's auch nur in Hollywood. Mein Punkt hier ist, dass die deutschen Synchronautoren wieder mal jede Menge zu tun haben dürften und eventuell hier, muss nicht so sein, aber kann sein, mal wieder ein leicht anderer Film entstehen könnte als das Original. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Ich will die Illusion kreieren, ich hätte eine heiße erste Frau gehabt, nicht sowas. Na schön, gehen wir, los. Ist sie das? Ich glaube ja. Na, ihr zwei Hübschen, ich gebe euch meinen Segen. Ich muss das all meinen Freunden twittern. Oh Gott, habe ich ganz vergessen, du bist erst 15. Au! Hast du mich gerade getreten? Nein, du? Die Altersfreigabe stand zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fest, das Ganze ist aber relativ familienfreundlich gehalten. Der Kinostart ist in Deutschland und der Schweiz der 24. Februar, in Österreich der 25. Februar. Ich gebe Meine erfundene Frau ein B und wie gesagt, basierend auf der Originalversion, lass mich deine Gedanken über den Film wissen. Außerdem interessiert mich heute, wirst du dir den Film ansehen oder lieber Freundschaft Plus mit Natalie Portman und Ashton Kutcher, der eine Woche vorher rauskommt, oder beide oder keinen von beiden und warum? Deine Gedanken bitte. Nächstes Mal gibt's mich hoffentlich wieder etwas röchelfreier. Bis dahin wie immer viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.